Guten Morgen, Kolleginnen und Kollegen. Ich bitte Sie, Platz zu nehmen. Bevor wir die Sitzung eröffnen, will ich Ihnen zunächst einmal berichten, was unsere Landtagself gestern Abend zur Saisoneröffnung gemacht hat. Trotz Führung und starker Torwartleistung reichte es am Ende nicht. Am gestrigen Abend fand eine weitere freundschaftliche Begegnung zwischen der Landtagself und dem Team der Frankfurter Stadtverordneten in der Wiesbadener Brita Arena statt. Es entwickelte sich auch bei dauerhaftem Nieselregen ein tolles Spiel auf Augenhöhe der beiden Mannschaften. Trotz leichter Vorteile auf Frankfurter Seite in den ersten Minuten hielt Kieber Weinmeister mit seinen Paraden seinen Kasten sauber und verhinderte einen frühen Rückstand. Dann fing sich das Team von Coach Decker und wurde deutlich torgefährlicher. Doch auch der Frankfurter Keeper hatte einen starken Tag erwischt. Es gab auf beiden Seiten hochkarätige Chancen, und Sebastian Hort konnte mit einem Konter in der 20. Minute die 1:0-Führung für die Parlamentself erzielen. Auch Hälfte 2 wurde von starken Aktionen beider Teams geprägt, und Frankfurt konnte in der 45. Minute den 1:1-Ausgleich erzielen und 2 Minuten später sogar mit 1:2 in Führung gehen. Nun drängte Deckers Team auf den Ausgleich, den Reinhard Derix in der 52. Minute unhaltbar verwandelte. Wenige Minuten später konnte Frankfurt jedoch nach einer Ecke erneut in Führung gehen und traf zum 2:3 Endstand, obwohl ein Unentschieden an diesem Tag gerecht gewesen wäre. Das Rückspiel in diesem Jahr in Frankfurt ist schon zwischen beiden Teams vereinbart. So, und nachdem wir das zur Kenntnis genommen haben, sind wir jetzt auch beschlussfähig, wie ich feststelle. Und ich eröffne die 104. Plenarsitzung und bitte um etwas mehr Ruhe. Zur Tagesordnung. Erledigt sind die Punkte 1 bis 3, 8 und 52 bis 55. Noch ein Gedanken, und an Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend klare Flughafenstrategie der Landesregierung, Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit und die Verbesserung des Lärmschutzes, Maßstab der Politik, Drucksache 19/4857 aus 19. Wird die Dringlichkeit bejaht? Ich sehe, das ist der Fall. Dann wird dieser Dringliche Entschließungsantrag Tagesordnungspunkt 56 und kann gemeinsam mit Tagesordnungspunkt 27 zu diesem Thema aufgerufen werden. Da gibt es keinen Widerspruch. Zum Ablauf der Sitzung. Vereinbarungsgemäß tagen wir heute bis 18 Uhr bei einer Mittagspause von 2 Stunden. Wir beginnen mit Tagesordnungspunkt 32. Dann folgt Tagesordnungspunkt 27, und hiermit wird der soeben erwähnte Tagesordnungspunkt 56 aufgerufen. Nach der Mittagspause beginnen wir mit Tagesordnungspunkt 31. Entschuldigt fehlen Herr Staatsminister Axel Wintermeyer ab 16 Uhr, Herr Staatsminister Peter Beuth von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr. Und von 15.45 Uhr bis 17.15 Uhr Frau Staatsministerin Lucia Puttrich ab 11.45 Uhr und Frau Abgeordnete Arnold wegen Erkrankung. Kolleginnen und Kollegen, heute Abend kommt im Anschluss an die Plenarsitzung der Innenausschuss in Sitzungsraum 510W zusammen. Ich glaube, der Papa ist immer noch nicht da. Nein, noch nicht. Nee, ist gut.